Aber wenn andere verlieren, tut's mehr weh. Ich spreche von den Bankern und dem Spiel namens Spekulieren. In den letzten Jahren empören wir uns immer wieder über Finanzjongleure, die das Geld dieser Welt verzocken. Jetzt ist der Casino-Kapitalismus in der Kultur angekommen. Ein Buch, ein Theaterstück und ein Film bieten Erklärungen und Analysen. Aus der Sicht der Glastürme ist die Welt ein Spiel mit Zahlen. Im Film Master of the Universe erzählt ein ehemaliger Topbanker von den Praktiken an den Finanzmärkten. Ich habe mal Ölbonds erfunden, ja, wo es keine Zinsen gibt, sondern Heizöl. Die hingen davon ab, da war der Ölpreis, ich sag mal irgendeine Zahl, bei $30. Und ich habe da ein richtiges Papier zugeschrieben, alles aufgeschrieben, wie die konstruiert sein müssten und so weiter und ausgestattet und wie man den Hedge macht und so weiter und so weiter. Und dann sagte mein Chef zu mir, das können Sie vergessen, das ist so ein Schwachsinn. Da muss ja erstmal Krieg im Irak sein. Und dann muss der Ölpreis ja so exorbitant explodieren, bevor das Zeug jemand kauft. Das war, glaube ich, 4 Tage, bevor der Hussein in Kuwait einmarschiert ist. Der Casino-Kapitalismus ist zum Kulturstoff des Jahres geworden. Auch das Theater entdeckt die Abgründe hinter der Finanzkrise. Regisseur Andres Feil hat führende Banker befragt, um ein Sittenbild der Finanzindustrie zu zeichnen. Solange die Musik spielt, tanzen wir. Timing ist alles. Ich weiß, wann die Melodie zu Ende ist und gehe rechtzeitig raus, gehe short. Wette, dass das Ding den Bach runtergeht. Setze die richtigen Gerüchte in die Welt. Man muss wissen, wem man was streut. Und wenn es in einem Club ist, du triffst die richtigen Leute, machst weiter und am nächsten Tag versendet sich's bei Bloomberg. Aber dann bin ich schon draußen. Wir tanzen, solange die Musik spielt. Wir melken die Kuh, solange sie Milch gibt. Es sind poetischere Bilder. Ja, und wenn die Milch nicht mehr fließt, dann wird die Kuh eben geschlachtet und wir wetten vorzeitig auf den Tod der Kuh. Tail I win, head you lose. Selbst im Untergang geht es um kurzfristige Renditen und den eigenen Vorteil. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mann, ich bin doch kein Aktionär, ich arbeite hier ja nur. Die Katastrophe ist Teil des Spiels und sie gehört dazu. Und sie schafft, wenn man sie richtig voraussagt, den ultimativen Kick, weil ich dann einer der ganz wenigen bin. Alle anderen gehen hops und ich selbst habe drauf gewettet. Ich habe sie rechtzeitig vorausgesehen und streiche das Spielgeld ein. Einer der heftigsten Kritiker dieser egoistischen Haltung ist der FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher. In seinem Buch Ego stellt er die These auf, dass das heutige Menschenbild eine Folge des Kalten Krieges zwischen Ost und West ist. Das eine war vom anderen grundsätzlich das schlechteste Denken. Beide hatten die Atombombe, beide konnten sich gegenseitig vernichten. In diesem Spiel, das dort gespielt wurde, musste man annehmen, der andere will nicht selber zerstört werden. Das war eine Annahme. Also er hat ein egoistisches Interesse zu überleben, aber er will uns auch angreifen. Laut Schirmacher entwickelte sich im Klima der atomaren Bedrohung und des gegenseitigen Misstrauens eine Theorie, die bis heute Einfluss hat. Die Grundannahme dieser Spieltheorie ist, jeder Beteiligte handelt nur im eigenen Interesse und zu seinem eigenen Vorteil. Und da er den nächsten Zug des Gegners nicht kennt, misstraut er ihm grundsätzlich. So entsteht ein Gleichgewicht. Diese Theorie des radikalen Egoismus hält nach dem Kalten Krieg an der Wall Street Einzug. Ausgehend von ihren Modellen im Krieg programmieren die Väter der Spieltheorie Algorithmen für den Finanzmarkt, die jedes Geschäft berechenbar machen sollen. Das Prinzip funktioniert lange Zeit so gut, dass sie damit das Finanzsystem verändern und damit auch das Verhalten der Leute. Du triffst eine Entscheidung. Von diesem Egoismus handelt das Theaterstück Himbeerreich. Und dann gibt es kein Zurück. Jedes abstruse Geschäft ist plausibel, solange der Profit stimmt. Es geht um Quartalsgewinn und Status. Wir liegen zurück. Wir werden ein Übernahmekandidat, wenn wir da nicht mitziehen. Also gehen wir auch in eine höhere Risikoklasse. Dann sagt der Finanzvorstand und der Risikovorstand, Vorsicht, das dürfen wir eigentlich nicht machen. Ja, wenn wir es nicht machen, dann machen es andere. Also machen wir es auch. Es ist Zeit, die Regeln des Spiels zu ändern. Damit Menschen nicht einfach Systeme optimieren, sondern wieder wie Menschen handeln. Doch so lernfähig die Algorithmen der Finanzmärkte sind, so schwerfällig sind die Institutionen. Also das können nur Naivlinge glauben, dass der Markt lernfähig ist. Wir hatten das Thema, können Banken lernen?
Das ist eine Frage kollektives versus individuelles Lernen, aber die Antwort ist nein. Nein, Märkte lernen auch nicht. Investoren lernen auch nicht. Das Spiel geht weiter.